Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, heute zu unserem Format Naturmedizin. Heute sprechen wir mal darüber, warum ein hoher Blutdruck auch gesund sein kann. Und was bedeutet überhaupt ein hoher Blutdruck oder ein zu niedriger? Und da freue ich mich heute sehr, dass ich den medizinischen Leiter Professor Dr. Thomas Rau bei mir habe. Und ich freue mich auch dadurch, dass er einfach so viele Jahre ein rundum Fachwissen hat, auch in der Ganzheitsmedizin, dass man genau dieses Thema, worauf es heute auch wirklich ankommt, auf den Bluthochdruck mal ganzheitlich beleuchtet. Bleiben Sie dran. Hallo lieber Thomas, schön, Hallo, dass du da ja. bist. Danke vielmals, dass ich kommen darf. Bluthochdruck ist ja wirklich so ein Thema. Also ich habe so ein bisschen die Zahl in Deutschland, 60% der Männer haben schon mit über 40 Bluthochdruck. Und erst würde ich dich mal gern fragen, dieser aktuelle Blutdruck, der Normwert, entspricht der auch dem Normwert, den du so wahrnimmst, was auch einem gesunden Körper, weil es gibt ja auch eben die Geschichten, dass es früher andere Normwerte gab, die nicht an die Pharmaindustrie gekoppelt waren, sage ich jetzt mal so. Ja, ich muss immer aufpassen bei solchen Themen, dass ich nicht zu polarisieren beginne. Und ich bin ein extrem erfahrener Arzt und habe seit 40 Jahren Praxis, 42 Jahre sogar, und habe wirklich Bluthochdruckpatienten Tausende gesehen. Die sogenannten Normalwerte wurden kontinuierlich gesenkt und sind heute der obere Limit 135, 145, so je nach Alter, der untere 80, 85. Die Patienten, die ich heute bei mir sehe, das sind halt die meisten kranke Menschen. Warum kommt man schon zu mir? Weil man eben krank ist. Die haben praktisch nie normale Blutdruckwerte. Aber die Normalwerte sind nicht adäquat. Die Antwort auf deine Frage ist, die heutigen Normalwerte des Blutdrucks sind nicht normal. Sie sind zu tief angesetzt. Jetzt könnte man sagen, ja, das sind eben Idealwerte. Ja, aber wir sprechen nicht von Idealwerten, wir sprechen von Normalwerten. Und in welchem Alter ist welcher Wert normal? Also, wir sehen Werte bei erwachsenen Menschen, 45 aufwärts oder so, sehen wir bei etwa 155 und der untere 90 bis 95. Also es schaudert heute jeden Schulmediziner, wenn ich das sage. Aber das sind die Werte bei Patienten, die zu uns kommen. Sind die Patienten? Die kommen aber wegen ganz anderen Dingen. Die sind nicht ja krank. Interessant wäre ja, wenn ich jetzt so einen 40-Jährigen habe, der an sich gesund ist. Was hat der für einen Wert? Also mich interessieren auch immer gern die Werte von den Gesunden, weil die geben ja auch so ein bisschen ein Beispiel. Also hat vielleicht auch ein gesunder 40-Jähriger auch einen Normwert von 140? Oder in der ganzen Welt, medizinischen Welt, ist es so, dass die Normalwerte, die werden definiert aufgrund einer großen statistischen Erfahrung mit der Gauss-Kurve. Und die Normalwerte müssen in den 67% dieser Sinuskurve drin sein. Das ist wirklich ein Normwertdefinition. Diese Normwertdefinition ist bei Blutdruck und bei den Cholesterin-Normalwerten, die gar keine Normalwerte mehr sind, nicht eingehalten. Das ist einfach wissenschaftlich nicht korrekt. Wir haben sehr viele Menschen, die kommen, gesundheitsbewusste Menschen, die zu uns kommen, die ernähren sich gesund und die wollen ein Check-up. Check-up-Patienten haben wir recht viele. Einen ganzheitlichen Check-up, nicht so einen blöden schulmedizinischen. Also, nein, ich kann da nachher schon noch drauf eingehen. Und die messen wir bei allen den Blutdruck.
Und zwar nicht der Arzt, sondern die Krankenschwester im Zusammenhang mit der Aufnahme und so misst das extra, nicht bei mir, weil beim Arzt ist gleich nochmals höher. Und die haben nicht normale Werte, weil die haben die Werte, welche eben Normalwert wären. Nämlich etwa 135, 145, vielleicht 150 und der untere 90. Mhm. Ja. Aber ich kann nachher auf die Bedeutung des Blutdrucks eingehen. Ich glaube, dann wird einem klar. Ja, können wir auch gerne jetzt schon direkt machen. Was hat überhaupt der Blutdruck für eine Bedeutung? Ich sage den Menschen mit dem hohen Blutdruck, der zu mir kommt, und das haben wir natürlich viele, die kommen vom Hausarzt und die wollen die Medikamente nicht mehr einnehmen oder so vom sogenannten Spezialisten und wollen diese blutdrucksenkende Mittel, die sie einfach kriegen, nicht mehr einnehmen und kommen, haben sie einen anderen Weg. Was sage ich diesen Menschen? Das tönt jetzt ein bisschen, ja, provokativ. Gratuliere, lieber Patient, dass Ihr Körper Ihnen noch einen hohen Blutdruck vermittelt und bereitet, weil da ist etwas, was Ihnen sagt, der Niere, die Niere produziert dann Renin, der Blutdruck geht hoch, das lässt sich alles hormonell erklären, dass eine verbesserte Mikrozirkulation gewährleistet werden muss. Sie haben, weiß ich, in der Niere, in der Nebenniere, im Hirn oder im weiß ich wo, haben Sie nicht genügend Mikrozirkulation. Was macht der Körper? Ja, da müssen wir den Druck steigern. Mhm. Ich erkläre dann den Leuten, haben Sie einen Garten, wo Sie mit dem Schlauch, mit der Brause, spritzen Sie die Pflanzen. Ja, stellen Sie sich vor, Sie müssten Rohöl spritzen. Da bräuchten Sie mehr Druck, sonst kommt gar nichts raus. Mhm. Und das machen Sie mit Ihren feinsten Gefäßen. Es geht einfach nicht genügend durch. Und da müssen wir ansetzen. Ist die Viskosität zu hoch? Ist die periphere äußere Verengnis der Arterien, der Kapillaren zu hoch? Dass der Körper einen höheren Druck braucht. Mhm. Das muss man schauen. Und da setzen wir an. Ich gebe nie blutdrucksenkende Mittel. Ich gebe Mittel, welche die Mikrozirkulation verbessern, welche die peripheren arteriellen Situationen verbessern. Und damit senkt sich der Blutdruck automatisch. Die Leute, die bei uns kommen mit blutdrucksenkenden Mitteln, wir können dann auf die verschiedenen Formen noch eingehen, die Menschen kriegen wir im Allgemeinen in 6 Wochen auf einen normalen Druck und in nochmals 6 bis 12 Wochen weg von den Medikamenten. Mhm. Wann fängt bei dir ein hoher Blutdruck denn an? Das hängt vom Alter ab und auch von der Konstitution. Mhm. Wenn man so einen fülligen, älteren Menschen, der in seiner Beweglichkeit nicht mehr groß, so der Wurstesser und Biertrinker-Typ und so, der braucht natürlich einen höheren Druck. Und wenn der mit einem Druck von 150 daherkommt, dann ist er für seine Anfordernisse bereits schon relativ tief. Mhm. Wenn aber so ein durchsichtiges Großmütterchen kommt, so eine dürre Persönli, dann die braucht natürlich deutlich weniger. Und junge Menschen sollten so eine gute periphere Mikrozirkulation haben, dass sie gar keinen hohen Druck brauchen. Wir haben ja jetzt schon die ersten 16-Jährigen, denen Blutdrucksenker verschrieben werden, aufgrund von Adipositas und dem ganzen Thema. Wie würdest du... Natürlich ist der klassische Ansatz zu sagen, ja, dann nimm halt ab, ja, ernähr dich gesund. Aber was gibt's noch für Möglichkeiten, um wirklich diese Mikrozirkulation zu unterstützen von außen mit Methoden? Wie macht ihr das? Es gibt verschiedene orthomolekulare Heilmittel, welche, das heißt Mineralstoffe, Vitamine und so, welche schon einen recht guten Effekt haben. Mhm. Das bekannteste ist sogar bei Kardiologen bekannt, das Magnesium.
Magnesium macht eine leichte Ausweitung der kleinen Gefäße, so dass eben die Zirkulation besser wird. Das ist das eine. Das zweite ist relativ große Trinkmenge. Die Leute trinken schlichtweg zu wenig. Mhm. Und halt eben Trinksachen, also Getränke, welche nicht selber gleich schon wieder zur Hypertonie eine Neigung machen. Wie die ganzen künstlichen Getränke, die Süßgetränke, die Fertiggetränke, die zuckerhaltigen Getränke. Und eine absolute einfache Methode, schon gleich die Blutfließeigenschaft zu verbessern, ist weg von den Kuhmilchprodukten. Mhm. Ja, das ist nur eines, oder wir sagen halt auch weg von den tierischen Produkten. Mhm. Es gibt ja auch die Kehrseite, es gibt ja auch den Manager-Typ, der sich ab und zu mal so einen Blutdrucksenker genehmigt, als in einer stressigen Phase. Was meinst du, was ist da der Sinn dahinter? Warum wird sowas auch teilweise umgesetzt in den Positionen oder bei denen? Also die meisten, die das tun, die nehmen Beta-Blocker, weil sie damit eine gewisse Beruhigung spüren und weil sie wahrscheinlich merken, dass sie den Anforderungen in gewissen Dingen nicht mehr ganz nachkommen können. Das heißt, sie müssen eine verstärkte Adrenalinausschüttung machen, um ihren beruflichen Anforderungen überhaupt zu genügen. Mhm. Und Adrenalin über längere Zeit, anfänglich macht es eine verbesserte Feinzirkulation, aber über längere Zeit, nach 1, 2, 3 Jahren, sinkt die Kapazität der Nebenniere, Adrenalin zu bilden, und das Noradrenalin, welches sehr stark blutdrucksteigernd wirkt, nimmt dann überhand. Mhm. Wir messen das bei unseren Patienten auch. Der Manager, der einfach, oder auch der Student vor der Prüfung, das machen ja sehr viele, welche dann Inderal nehmen oder Propranolol oder weiß ich was für einen Beta-Blocker einnehmen, die merken einfach, sie sind gefasster, weil sie weniger dieses Noradrenalin sich aufregen haben. Und das ist natürlich sehr wohltuend. Für das Hirn langfristig, für die Organe ist das nicht gut. Wenn ich mich jetzt in einer gewissen Unbewusstheit dann wirklich mit diesem ganzen Adrenalinflut in dem Beruf an den Rand gefahren habe, habe ich dann überhaupt die Möglichkeit, nochmal diese ganze Disbalance der Nebennieren, Nierenüberlastung, die Adrenalinrezeptoren, sowas mal wieder so ein bisschen zu resetten? Das wäre Inhalt von 2 weiteren Sendungen. Ein riesiges Thema. Mhm. Ja, ich denke, ein recht großer Teil unserer Patienten, die zu uns kommen, haben genau diese Thematik. Nämlich des Adrenergen überlastet sein. Die Nebenniere kommt nicht mehr nach mit dem, was die Leute eben an Anfordernissen in ihrem Körper drin hätten. Und die sind dann ständig auf einer Adrenalinüberproduktion. Das kommt ja automatisch. Und irgendwann steigt die Nebenniere dann aus. Woran merkt man das? Könnten wir gleich zum Long-Covid gehen, ja, zum Burnout, zum Chronic Fatigue, weil das sind dann die Sekundär- oder Tertiärfolgen eben gerade dieser Situation. Kommt dann eben, ist es dann der Punkt, wo der ein oder andere von einem Burnout spricht oder wo man dann in diese chronische Müdigkeit verfällt, wo der Körper selber versucht, sich wieder zu regenerieren? Oder woran erkenne ich jetzt auch in der Prävention? Jetzt habe ich, was weiß ich, einen Job, der mich erfüllt und Kinder, mir geht's an sich super gut, aber immer unter Strom. Und dennoch passiert ja diese Adrenalin-Geschichte und diese Überlastung der Nebenniere dennoch, auch wenn man vermeintlich sich wohlfühlt und bringt ja, wie würdest du das präventiv angehen oder auch, wenn man sagt, man möchte damit achtsam umgehen und man kann jetzt nicht diese positive Motivation von diesem dauerhaften Stresslevel unterscheiden? Wir haben bei uns an der Sonnenberg-Klinik haben wir Möglichkeiten,
die weit weiter gehen, als was normalerweise bei Checkups gemacht wird. Mhm. Nämlich, wir können das vegetative Nervensystem, wir können den Sympathikus und den Parasympathikus, der in einer schönen Balance sein sollte, können wir testen. Wir können das über 48 Stunden testen. Wir testen auch den Nachterholungsfähigkeit des Menschen. Mhm. Das macht ja kaum jemand. Und so können wir sehen, ist der Mensch auch nachts, wenn er sich erholen sollte, ist er auch dann in einem adrenergen Stress. Und der hält das nicht aus, weil der kommt zuerst in eine Kompensationszeit hinein. Das sind dann die, welche Noradrenalin, das ist eine andere Nebennierensubstanz, aber die hat eben hypertensive Wirkung und kommt er da hinein. Und das Adrenalin sackt zuerst ab. Das testen wir bei unseren Patienten über den ganzen Tag. Die müssen dann mehrere Speichel- und Urinabgaben machen. Wir testen das, wie die Nebenniere eben noch funktioniert. Und das ist schlimm. Wir haben 40-Jährige, die schon völlig außer der Kompensation liegen. Ja, wen wundert es, wenn sie dann noch ein bisschen Covid kriegen oder weiß ich was, noch einen zusätzlichen Stress und dann kommen sie in die chronische Ermüdung hinein oder in Long-Covid ist jetzt ja Mode. Mhm. Aber immer sind solche Faktoren dahinter. Und drum sage ich, gratuliere, lieber Patient, du hast wenigstens noch einen hohen Blutdruck. Das heißt, der Körper kann noch kompensieren. Jetzt müssen wir aber aufpassen, nicht einfach den Blutdruck senken. Ja, dann ist ja die Durchblutung im Hirn ja noch schlechter und in der Nebenniere. Es wird ja nur schlimmer, wenn wir den Blutdruck senken. Nein, wir müssen das vegetative Nervensystem gezielt umstellen und die Mikrozirkulation verbessern. Mhm. Und dann braucht der Mensch keinen hohen Blutdruck mehr. Und das wird automatisch gut. Deshalb bin ich so dankbar, wenn ich Hypertonie-Patienten kriege. Die kriegen wir immer gut. Super. Ich habe oft auch die Erfahrung gemacht, dass gerade bei Hypertonie-Patienten die Ehefrauen berichten, wenn ihre Männer den Blutdrucksenker bekommen, dass die Männer sich verändern. Auf psychischer Ebene unausgeglichener werden, ein bisschen mehr rumspinnen. Was passiert da auch auf dieser Ebene? Also passiert sicherlich auch bei Frauen, aber in dem Fall hatte ich jetzt halt oft Rückmeldungen von Ehefrauen, die gesagt haben, seitdem er die Medikamente nimmt, ist sehr anstrengend. Ja, also es ist so, die Menschen, die hohe Blutdruckmedikamente, also antihypertensive Medikamente haben, die haben häufig auch Cholesterinsenker. Und die Kombination miteinander ist schlichtweg fatal. Und interessanterweise, Entschuldigung, jetzt werde ich ein bisschen polarisierend, sind ja die Cholesterin-Normalwerte massivstens gesenkt worden. Niemand mehr hat normales Cholesterin. Jeder kriegt Statine. Und die Statine zusammen mit den Beta-Blockern, die machen wirklich recht schlimme Nebenwirkungen. Aber nicht morgen, sondern erst nach einigen Wochen beginnt das überhaupt. Und bei Männern, die Beta-Blocker nehmen, das ist das eine, die haben einfach weniger Lebensenergie. Das ist nicht nur Sexualenergie, sondern Lebensenergie. Die sind eigentlich dann müder. Und Beta-Blocker schränken die Fantasie ein. Das sind Medikamente, welche das vegetative Nervensystem, welches Fantasie vermittelt, welches Erholung vermittelt, welches Rhythmik vermittelt. Alle diese Dinge werden dann halt einfach abgeflacht. Nicht nur der Blutdruck, sondern eben auch das Wesen. Und das ist der Grund, vor allem die Beta-Blocker machen das. Der Manager merkt das, ich reg mich dann im Beruf nicht mehr so auf, ich ertrage meinen Chef besser und so weiter. Aber auf der anderen Seite ist eben auch dieses Gleichgültigere oder halt eben Veränderte. Mhm. Beta-Blocker sind ein wirklich problematisch. Und, aber das ist jetzt nicht das Thema, die Statine.
Die zusammen sind sie eben besonders schlecht. Und dann gibt es die AC-Hemmer, das ist eine andere Gruppe der Antihypertensiva, welche sehr viel gegeben wird heute, sind eigentlich die moderneren. Und die haben eine Veränderung der mitochondrialen Sauerstoffaufnahme. Also in der Zelle wird der Sauerstoff, welcher ja die Energie vermitteln sollte, vermindert, umgesetzt durch diese AC-Hemmer. Und das ist wirklich ein Problem. Was ich immer so schrecklich fand, gerade wenn jemand einen Schlaganfall hatte, dass danach Medikamente pauschal gegeben worden sind, wie Cholesterinsenker, obwohl gar kein zu hoher da war, dann eben auch eben diese Mischung. Wie gehst du mit Schlaganfallpatienten um, die sich jetzt, sage ich mal, relativ gut wieder regeneriert haben, gerade so auch schlanke Männer, 60, 70 rum, müssen die dann wirklich diesen ganzen Medikamentencocktail nehmen? Ich kann das nicht generell beantworten. Wir haben mit Schlaganfallpatienten auch, die Restbeschwerden haben oder Restausfälle, also sogar mit Lähmungen oder Sprachstörungen, Gesichtsasymmetrien und so weiter. Also noch sehr schlimme zum Teil, auch Restbefunde haben wir sehr gute Erfolge. Weil wir machen wieder das Gleiche. Ich aktiviere die Hirnzelltätigkeit. Also wir geben Substanzen, welche halt eben die Hirnzellen, welche ja weniger durchblutet sind, wieder besser durchbluten, die Oxygenisierung verbessern. Und wir versuchen natürlich, die Blutdrucksenker wegzunehmen, weil das ist ja genau der falsche Zugang. Mhm. Und Cholesterinsenker sind äußerst problematisch. Ich weiß, die kriegen praktisch immer diese Medikamente, aber damit macht man nur Langzeitprobleme schlimmer. Also man braucht wirklich einen guten, ganzheitlich denkenden Arzt an seiner Seite und eine gute Begleitung, um da wirklich in diesem ganzen Wirrwarr sich wieder... Und die Mikrozirkulation scheint wohl wirklich der Schlüssel dann für den Erfolg zu sein. Genau, die Mikrozirkulation ist der Schlüssel auch bei den Hirnschlagpatienten. Die Versorgung der Zelle ist das Wichtige. Und da wird leider schulmedizinisch nichts gemacht. Mhm. Ja. Super. Lieber Thomas, vielen Dank, dass du da warst. Hat mich sehr gefreut. Gibt es noch abschließend irgendeinen Satz, Information, was du den Zuschauern mitgeben möchtest noch? Ja. Die Patienten oder die Menschen, die das sich jetzt anschauen, oder wer schaut schon diese Sendung an? Das sind ja die Hypertoniker, nehme ich an, oder deren Ehefrauen. Ja, genau. Und die müssen, diese Menschen sollten unbedingt eine wirklich ganzheitliche Untersuchung machen, warum sie denn hohes Cholesterin haben, warum sie diese hormonellen Absenker haben, was dann die Ehefrauen Probleme haben damit, oder warum sie den hohen Blutdruck haben. Mhm. Und das kann man heute nachweisen. Das ist moderne biologische Medizin. Super. Umso schöner, dass ihr die umsetzt bei euch in der Klinik, und vielen Dank, dass du heute da warst. Danke fürs Predigen dürfen. Ja. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich hoffe, bei diesem wichtigen Thema durften Sie genauso viel wertvolle Informationen wie ich mitnehmen. Bedanke mich sehr fürs Zuschauen, wünsche Ihnen eine wundervolle Zeit und bis bald. Tschüss.